Das hier ist ein Autoschlüssel im Scheckkartenformat. Leider ist er ein bisschen zu dick für ein Scheckkartenfach und auch von der Verarbeitung her macht er nicht so einen guten Eindruck. Der Schlüssel hier gehört zum Renault Clio und ob der auch mehr nett gemeint als gut gemacht ist, das will ich heute mal herausfinden. Renault meint es definitiv gut mit der Umwelt. Nur 95 Gramm CO2 pro Kilometer emittiert der Clio mit dem DCI-90 Motor. 66 kW stehen dem Fahrer zur Verfügung. In Deutschland kostet unser Testwagen in der Lux-Ausstattung 18.490 Euro. Das Fahrwerk des Clio ist eher sportlich als komfortabel abgestimmt. Gröbere Unebenheiten kommen deutlich in den Innenraum durch. Die Schaltung ist etwas schwammig und auch die Lenkung könnte direkteres Feedback geben. Außen finden wir den Clio einfach schick. Dynamisch runde Formen charakterisieren ihn. Das Tagfahrlicht ist im Kühlergrill integriert. Hinten wird der Türgriff für die Frontpassagiere optisch kaschiert. Der Kofferraum bietet genug Platz, ist aber alles andere als eben. Da könnten die Ingenieure noch mal nachjustieren. Für rund 18.500 Euro ist unser Clio sicherlich kein Schnäppchen, macht dafür aber innen und außen einiges her. Auch in Sachen Umweltfreundlichkeit hat er uns überzeugt. Ich muss allerdings sagen, auf der vorderen Sitzreihe hat er mir eindeutig besser gefallen. Für kurze Strecken sollte der Platz im Fond aber genügen und Leute unter 1,75 Meter könnten sich auch länger hinten wohlfühlen. Wer auf die edle Innenoptik, Scheckkartenschlüssel und Lederlenkrad verzichten kann, sollte lieber die Dynamik-Ausstattung kaufen und spart dann in Deutschland rund 1.200 Euro. Der verbrauchsgünstige Motor ist der gleiche.